Ihr Vater war in Kriegsgefangenschaft geraten. Der war in Amerika in Kriegsgefangenschaft und kam dann entweder 47, ich glaube kurz vor der Währungsreform kam er zurück und hatte im Grunde genommen, war wohl genährt, muss man schon sagen, und hat uns eigentlich so ziemlich klapperdürr vorgefunden und hat überhaupt nicht verstanden, dass das hätte es anders sein müssen bei uns. Und hat meiner Mutter praktisch auch, ich würde sagen, nicht Vorwürfe gemacht, hat gesagt, ja, das hättest du doch anders gestalten können. Und meine Mutter war so empört darüber, dass sie sagte, ja, mein Gott, das kannst nur du sagen, wärst du mal in der Situation gewesen. Also das war etwas, sehr viel Unverständnis von meinem Vater. Und darüber habe ich mich auch immer auseinandergesetzt mit ihm. Habe gesagt, ja, also, Papa, das konntest du gar nicht verstehen. Du weißt überhaupt gar nicht, wie das hier ging. Ich kann mich nur erinnern, dass viele Soldaten, die dann in Urlaub waren, dann hinterher sagten, Gott sei Dank, dass wir nicht hier sein müssen. Dann die Heimat muss mehr, viel mehr mitmachen. Wir wissen an der Front, dass wir erschossen werden können. Aber dass unsere Frauen und Kinder erschossen werden könnten, das verstehen wir nicht. Also es war da schon eine etwas gespaltene Einstellung. Ja, und mein Vater, das war natürlich dann ganz schlimm, dass er arbeitslos war, nicht? Und dann war das für uns auch nicht so lustig. Bleiben wir noch kurz bei dem Moment, als Ihr Vater wieder zurückkehrt. Wie war das für die Familie, wieder den Vater zu haben, nachdem Sie so viele Jahre ohne den Vater ausgekommen Ja, waren? also an sich haben wir uns zunächst gefreut. Das war ja klar. Er kannte uns nur nicht. Es waren ja 8 Jahre dazwischen und er konnte auch nicht verstehen, dass wir dann erwachsener geworden waren und schon alleine durch die Kriegsereignisse auch schon reifer geworden war. Also mal sagen so, die väterliche Autorität, die konnte er nicht mehr vermitteln. Wir kamen damit irgendwie klar. Das heißt, er hat eigentlich. Ich war eigentlich immer schon ein bisschen rebellisch und konnte mich also auch schwer daran gewöhnen, dass ich nur ein Mädchen war. Ich habe meine Mutter hin und wieder gefragt, Mama, könnte ich nicht doch noch ein Junge werden? Ich hatte immer das Gefühl, meine Brüder haben mehr Freiheiten als ich. Und das stimmte ja auch, nicht? Wenn mein Bruder abtrocknen sollte, dann fand er schwer auf die Toilette. Dann hat er stundenlang auf der Toilette gesessen. Ach, Edelgard, mach du das doch. Die Klügere gibt nach. Und das habe ich überhaupt nicht eingesehen, dass ich immer die Klügere sein muss. Jedenfalls, es gab ein Weihnachten, da war meine Mutter schon tot. Und es war so ein langes Weihnachten, wo es viele Feiertage gab. Und meine Brüder und mein Vater arbeiteten und ich arbeitete samstags auch bis abends um 7. Und da war eigentlich nur mehr der Sonntag. Und dann habe ich eine Familienkonferenz einberufen, habe gesagt, so, wir müssen über Weihnachten sprechen. Ja, wieso das denn? Ich sage, na ja, wir haben viele Feiertage und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen. Erstmal, was wir essen wollen, wie wir das gestalten wollen. Ja, wieso? Das hat Mama doch immer gemacht. Ich sage, ja, Mama ist nicht mehr da und ich bin nicht eure Mama. Ich bin dafür, dass wir, ich bin bereit zu kochen am ersten Tag. Ich bin bereit, dass wir einen Speisezettel machen. Und ich bin nicht der Meinung, dass ich jeden Tag in der Küche stehe. Ich will am ersten Feiertag in der Sofaecke sitzen und lesen. Und dann mein ältester Bruder, das geht nicht und das geht nicht. Wir arbeiten. Ich sage, und was mache ich? Ich bügel sonntags eure Hemden. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, die Edelgard hat recht. Wieso soll sie alles machen? Sie ist doch für uns da. Und dann können wir doch auch was machen. Also es wurde wirklich so gemacht, wie ich es gesagt habe. Ich kochte am ersten Tag, mein älterer Bruder, der hat prima gekocht, aber die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Am zweiten Tag hat mein Vater oder mein jüngerer Bruder Reste gegessen und am vierten Tag weiß ich nicht mehr. Jedenfalls habe ich da schon gedacht, ich bin nicht die, ich war damals schon ziemlich emanzipiert, muss ich sagen, dass ich. Da, wieso sind Frauen und Männer, wieso sollen die unterschiedlich sein? Frauen haben im Krieg so viel gemacht und Männer, Arbeit gemacht und vertreten. Das ist doch rechtens, dass sie eigentlich gleichberechtigt sind.